Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Ja, auch im Frühstück schaffe ich locker. Und jetzt, wo ich in Rente bin, kann ich mich auch herrlich aufs Lästern konzentrieren. Sag mal, Hasenbärchen, wohin wollen wir denn in den Urlaub fahren? Hast du gerade Hasenbärchen gesagt? Ja, ich habe Hasenbärchen zu dir gesagt. Aber wenn du das nicht möchtest, dann kann ich auch Mäuseäffchen sagen. Jedenfalls finde ich das gerade echt schwierig mit den Urlaubszielen. Wieso? Du kannst Fragen stellen, wegen Fliegen und Klima und so. Außerdem ist da jetzt bei uns so tolles Wetter. Und vielleicht machen wir mal so richtig Heimaturlaub. Brandenburger Seenplatte, Elbsandsteingebirge zum Wandern und danach Rügen. Ach, weißt du eigentlich, wie die Einheimischen die Lokalzeitung auf Rügen nennen? Nee. Na, Rügenpresse. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich muss jetzt auch los, Jochen. Ich meine Joachim. Und buch uns doch mal eine schöne Rundreise. Aber ohne Verbrenner. Hä? Dann mit dem Lastenfahrrad. Mit dem Lastenfahrrad? Ja, die Arbeitsteilung geht so. Du strampelst und ich bin die Last. Und jetzt von der Last zum Laster. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Merkel. Sag mal, Robby, was machst du denn eigentlich in der parlamentarischen Sommerpause? Also, meine Frau und ich, wir fliegen nach Miami. Was? Ja, und da leihen wir uns ein fettes Wohnmobil und brettern mal schön die gesamte US-Ostküste hoch. Bitte? Und was ist mit Klimaschutz? Frau Merkel, also mal ganz im Ernst, also Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und außerdem nehme ich bergab den Gang raus. Also, du bist ja wirklich, also, Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.